Ich glaube, das Spiel ist ab. Spiel ist abgestürzt. Sind wir überrascht? Nein, sind wir nicht. Dieses Spiel schon wieder, ha? Die Kommentare haben mir gesagt, dass Sneak Thief seit dem letzten Mal, wo ich es gespielt habe, einige Updates bekommen hat. Und zwar inzwischen mit 2 neuen Leveln. Und wer wäre ich, wenn ich das nicht spielen würde, weil das Spiel ist einfach auf... Ich sag das jedes Mal, aber das Spiel ist auf so eine sehr einzigartige Art einfach wunderschön kaputt und kaum funktionsfähig. Es ist großartig. Und deswegen willkommen zurück zu Sneak Thief. Ich wollte gerade sagen Thief Simulator, aber Thief Simulator ist sowas wie der große, erwachsene, ausgereifte Bruder von Sneak Thief, aber Sneak Thief ist trotzdem ganz lustig. Okay, Level Selection. Neu ist, glaube ich, der Jewelry Store und das Stash House. Hier steht New, aber der Jewelry Store ist, oder war auch mal New, es steht nur nicht mehr da, weil der nicht im letzten Update kam, sondern glaube ich im Update davor, keine Ahnung. Ich habe vor, in diesem Video beide Level zu machen, weil die sind beide normal, das heißt, das sollte relativ schnell erledigt sein. Die sind jetzt nicht super schwer oder so, hoffe ich mal. Also ja, wir gehen in den Jewelry Store. Das heißt, das ist klassisches Handwerk, einfach so ein Juwelenladen, wo man ein bisschen was mitnimmt. Ich habe die Grafik dieses Spieles vermisst. Und ich habe auch vermisst, wie der Rechner klingt, als würde er gleich explodieren, wegen dieser Grafik. Man hört das bestimmt so Rauschen im Hintergrund. Dieses Spiel fordert dem Rechner alles ab. Und ich weiß nicht wieso, weil es sieht halt aus, wie es aussieht. So, und hier ist auch anscheinend niemand. Das ist nicht sonderlich bewacht. Wie viel braucht man eigentlich, um abzuhauen? Ich habe das jetzt gar nicht gecheckt. 50.000. Das ist ein bisschen weniger als 5 Millionen. Ich habe schon mal 5 Millionen gebaut. Vordertür ist natürlich zu. Ich wäre auch doof, wenn ich da reingehen würde. Das heißt, wir suchen eine Hintertür. Und die Nachbarschaft ist sehr schön. Hier liegt eine Knacke. Die nehme ich mit. Vielen Dank. Hintertür. Es gibt keine Hintertür. Aber es gibt eine Leiter auf dem Nebengebäude. Springe ich aufs Dach und gehe von oben rein. Ist das der Plan? Oder... Oh, wirklich? Oh, wirklich? Ich sehe, was der Plan ist. Wie? Okay, Fenster auf. Alles gut. Ich weiß nicht, ob es hier Wachen gibt. Keine Ahnung. Jewelry Box. 1000 und ein Saphirring. 3000... Oh, okay. Keine Ahnung, was gerade passiert. Dieses Spiel. Bankdokument. Ich weiß nicht, warum es laggt. Ich kann euch nicht sagen, warum es laggt. Okay, 9500. Fast ein Fünftel habe ich schon. Sonst noch irgendwas? Ein Schalter. Alarmschalter? Keine Ahnung. Ich lege das Ding mal um. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, warum die Außengeräusche so laut sind. Aber das ist wirklich extremst nervig. Ich komme nicht einfach so in die Kästen rein. Warte mal. Oben war ja ein Hammer. Wenn ich den Hammer mitnehme, weil ich habe jetzt, glaube ich, die Alarmanlage ausgemacht, kann ich dann einfach... Ja, hier hast du die Knarre. Kann ich einfach die Kästen kaputt schlagen und mir rausnehmen, was mir gefällt. Nein, kann ich nicht. Denn der Alarm ist anscheinend nicht deaktiviert worden. Da kommen die Cops. Die Coppers kommen. Dafür ist die Knarre gut. So, mal schauen, ob die Shootouts besser geworden sind. Boys! Alter, der Zoom ist definitiv immer noch krass. Boys? Hammermäßig. Hammermäßig. Okay, sehr gut. Eine KI, die ihresgleichen sucht. Aua. So, ist Ruhe. Okay, die wollen es aber wissen. Schrote. Wie soll ich das machen? Die steigen nicht mal aus. Die spawnen aus ihren Autos raus. Die steigen nicht mal aus. Die Karre fährt weiter. Knight Rider und die steigen aus. Wie soll ich das machen? Ist das Spiel abgeraucht? Ich klicke, es passiert nichts. Ich drücke Enter, leert das. Ich glaube, das Spiel ist ab. Spiel ist abgestürzt. Sind wir überrascht? Nein, sind wir nicht. Okay, pass auf. Wir haben nur begrenzt Zeit. Das heißt, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ich brauche ja nur 5000 oder 50.000. Und dann verschwinde ich oben. 50.000 habe ich schon. Mehr als das will ich nicht. Dann verschwinde ich einfach oben durchs Bürofenster. Und hoffentlich ist dann alles buenas noches. Wo ist die Pistole? Hier ist die Pistole. Fake out. Oh, er geht über die 12-Meter-Linie. Er ist am Auto und er hat gewonnen. Eine Minute. Eine Minute hat das jetzt gedauert. Okay, das ist der Jewelry Store.
relativ schnell erledigt und nicht wirklich schwer, wenn man weiß, wie es funktioniert. Stash House, Level Nummer 2. Was erwartet uns hier? Droppende Frames, Spielabstürze, keine Ahnung, finden was raus. Ich fahre natürlich direkt in die Einfahrt. Ist klar, weil das so unauffällig ist. 500k, wenigstens sind die Stakes ein bisschen höher. Okay, das sieht aber aus wie ein Haus, wo jemand drin rumlaufen könnte, ganz ehrlich. Das sieht aus wie eine Hütte, die patrouilliert wird. Und ich glaube, ich höre auch jemanden rumlaufen, oben. Ja, irgendeiner tapst da drin rum. Das ist geil, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Wenigstens haben sie eine Klimaanlage, das ist gut. Ich gehe mal durch die Garage rein. Und dann gucke ich mal, was man da drin so finden kann. Ich denke auch mal, wenn ich zu viel Krach mache, kommen die Cops. Also ja, Vorsicht ist angebracht. Ich nehme mal einen Hammer mit, ne? Also irgendwo hier ist jemand. Ich weiß nur nicht wo. Ich glaube, er ist über mir. Ja, definitiv über mir. Der muss aber weg. Der ist im Weg, ne? Oh, ist das ein Soldat? Was machen die hier? Boss? Chef? Was? Kann ich ihn knockouten? Sicher. Sicher. Wer kennt's nicht? Ein Balaklava, ne, so eine Schiene, so eine Sturmmaske. Die ist nicht aus Stoff, sondern die ist aus einem hochentwickelten Carbon-Nanomaterial und fängt jede Art Schlag sofort ab. Man spürt einen kleinen Stoß. Mehr als das passiert nicht. Du hast einen Hammer ins Gesicht bekommen. Wie stehst du noch, Bro? Also, natürlich, der Mann ist ein Soldat, ja, aber so hart ist niemand. Ich bitte dich. Das heißt, ich darf mich wirklich, wirklich nicht sehen lassen. Ich habe einen Hammer, aber der bringt mir nicht wirklich viel, wenn der Typ das einfach wegsteckt. So, pass auf, ich mache das jetzt nochmal. Weil das muss doch funktionieren. Dankeschön, geht doch. So, 53 HP, das war der einzige hier drin. Gibt's da nicht und ich höre auch keine Polizei. Das war die einzige Wache hier drin, da musste... Oh, deswegen heißt es auch Stash House. Weil das gute Zeug hier drin versteckt, und zwar überall. Also, ich verstehe die Intention, das zu verstecken, aber dann versteckt es halt auch, weil das ist kein Versteckfernseher, nehme ich auch noch mit. Das heißt, hier drin gibt es nur eine Wache, das ist die Schwierigkeit, wenn die weg ist, alles gut. Laptop stecken wir ein, ich kann das Smartphone... Ah ja, ein Laptop nehmen wir mit, aber das Smartphone, das lassen wir liegen, das ist logisch. Die Couch kann ich leider auch nicht mitnehmen, so einen großen Rucksack habe ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Mülleimer, schade, dass ich den nicht einstecken kann. Ein ziemlich bequem aussehendes Bett. Geld auf dem Nachttisch. Da lebt jemand in Saus und Braus. Noch ein Fernseher. Wie viele Fernseher braucht ihr? Oh. Hiermit hätte ich mich wehren können, aber ich habe es jetzt halt mit dem Hammer gelöst. Ich glaube auch gar nicht, dass man es mit dem Hammer lösen soll, weil wenn er dich einmal hittet, ist die Hälfte von deinem Leben weg. Wir haben einen Keller. Aber okay, cool. Ich habe es mit dem Hammer gelöst. Irgendwas hier. Ich kann jede Schublade einzeln aufmachen. Und das Paket war gerade winzig klein. Hast du gesehen? Das war eine Mutter und ihr Junge. So sah es nämlich aus. Okay, der Keller ist abgeschlossen. Das heißt, ich brauche einen Schlüssel oder sowas. Ansonsten... Kein Zugang unter dieser Nummer. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht ein paar Weinflaschen, die ich alle mitnehmen kann. Das war jetzt eigentlich nur ein Witz. Aber ich kann die alle mitnehmen. Ich frage mich auch die Wache. Da stellt ihr so vor, der bestellt eine Pizza oder so. Macht so die Tür auf. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Nein. In einem mehr oder weniger von außen normal aussehenden Haus so mit Schutzweste und allem rumzulaufen. Nee, die Nachbarn finden das gar nicht komisch. Das ist normal. Kaffeemaschine und Toaster gehören mir. Genauso wie das Geld, was in der Küche liegt. Wer lässt Geld in der Küche liegen? Wer wohnt hier? DJ Khaled oder was? Mikrowelle. Okay, das obere Stockwerk. Was haben wir denn hier? Ich erwarte die ganze Zeit, dass hinter irgendeiner Tür noch irgendeiner steht. Weil man hätte eigentlich erwarten können, dass sie... Sicher, ist klar, unterm Bett. Man hätte eigentlich erwarten können, dass die Leute kommen, als der Erste schon Krach gemacht hat und auf mich geschossen hat. Aber ich traue der KI nicht, das heißt, es ist durchaus möglich, dass... Ich habe das gesehen. Irgendwas war da. Es ist durchaus möglich, dass hier oben noch einer ist, der sich einfach nicht bewegt. Und mir dann irgendwann Probleme macht. Aber bis das passiert, nehme ich alles mit. Das ist unglaublich. Ich sehe das doch. Es kommt nur nicht mit raus. Das ist... Hier. Es kommt einfach nicht mit raus. Hier. Wer lässt eine... Aus dem Fall ist das Ding gerade durch den Boden gefallen. Wer lässt eine MP5 im Wandschrank?
Was ist denn das für ein Laden hier? So, was haben wir hier? Schön, ist noch ein Badezimmer. Wie viele Badezimmer kann man haben? Das ist, glaube ich, inzwischen das dritte. Das ist ja unglaublich. Ich habe bis jetzt noch keinen Schlüssel gefunden. Außerdem ist die Tür echt doof. Wenn die offen ist, kommt man nicht durch. Ich habe bis jetzt noch keinen Schlüssel gefunden. Ich hoffe einfach mal, es gibt noch einen. Ich hoffe einfach mal, es gibt noch einen Lauf direkt dran. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Aber ich kann jetzt in den Keller. Okay, was ist das hier? Ist das der Hauptversammlungsraum? Noch ein Was ist das für eine Hütte? Eine Handgranate? Was? Es ist so random. Die ganze Architektur ist einfach nur random. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das wenigste von all dem macht Sinn. Es ist großartig. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel liebe. Es ist einfach ein konstanter Anflug von, was sehe ich hier? Das ganze Spiel lang. Sicher doch. Das Kind ist eine AK. Glückwunsch. Sind Sie glücklich? Und auch wirklich ausnahmslos. Jeder Raum hat einen Laptop und einen Fernseher. Die Leute hier haben zu viel Geld. Aber definitiv haben die zu viel Geld. Hier ist noch ein Zimmer, was genau gleich aussieht. Und es steht wieder ein Laptop da. Das gibt's doch gar nicht. Lass mir raten, hier ist auch noch ein random Laptop. Nee, aber ein komisch aussehendes Schlafzimmer. Okay, ich sollte eigentlich in den Keller, weil ich glaube nicht, dass es hier noch viel gibt. Aber wenn ich schon einmal hier bin und keinen Zeitdruck habe, weil ich die Wache ausgeschaltet habe, kann ich auch eigentlich mitnehmen, was ich kriegen kann. Dankeschön. Manchmal reagiert die E-Taste nicht. Das ist zum Glück gar nicht nervig. Meine Erfahrung als Dieb sagt mir, oben ist nichts mehr. Das heißt, ich gehe in den Keller. Ich brauche die Handgranate. Ja, Geilomatik. Wobei, nee, ich brauche die Nate gar nicht. Warte mal. Jungs, jetzt. Okay. Ich dachte, es gibt nur eine Wache. Falsch gedacht. Es gibt die Hölle an Wachen. Okay. Das heißt, ich habe das jetzt alles umsonst geklaut. Ach, gibt's doch nicht. Also Leute, los geht's. Kommt schon. Einer nach dem anderen, bitte. Hier ist Kandidat Nummer 1, den ich nicht treffe anscheinend. Hä? Was? Wo sind die... Sind da Platzpatronen drin? Wo sind die Kugeln hingeflogen? Das ist die einzige Chance, die ich sehe. Anders als so wird es nicht funktionieren. Die Handgranate macht auch nicht genug Schaden, um alle zu erwischen. Ich muss das so lösen, aber... Wo ist das Zeug hingeflogen? Bitte, was? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Okay, ich hab die Typen aus dem Keller rausgebaitet. Dann eine Granate hergeworfen, dass sie reinlaufen. Ich hab's. Das waren's. Das war's. Das waren alle. Oh mein Gott. Jetzt hängst du mir im Weg. Okay, cool. Das waren alle 10 HP. Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. So, ab in den Keller, dann bringen wir was. Die ist natürlich abgeschlossen. Schüsse habe ich nicht mitgenommen, weil man müsste erwarten, wenn die rausrennen, weil geballert wird, dann lassen sie die Tür offen, aber nein, natürlich nicht. Dann gehe ich in den Keller und beende das hier so schnell wie möglich, weil... Nee, ich habe das jetzt eine halbe Stunde versucht, das hinzukriegen mit der blöden Nate und dann mit dem ganzen Rest. Und ja, irgendwann geht auch eine Meisterdieb einfach die Lust aus und das ist jetzt so langsam der Fall. So, genau 500.000, ich nehme nicht mehr mit, als ich brauche, weil das hat der Typ sich nicht verdient, dafür, dass er sich so ein dummes Haus ausgesucht hat. Nee, sicher nicht. So, zur Vordertür raus, zum Auto. 2 Minuten und 16 Sekunden dauert es, wenn man weiß, wie es geht. Das Level hat jetzt aufgeregt, weil, also ich glaube nicht, dass es anders geht, als so wie ich es gemacht habe. Aber im Haus kannst du sie nicht fighten, dafür sind es zu viele und du hast zu wenig Munition. Du kannst sie nicht vors Haus locken, weil da spawnt eine unsichtbare Mauer, die deine Kugeln fängt. Keine Ahnung. Also ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, der funktioniert. Und das ist halt, das Spiel ist halt, oh, es könnte so viel mehr sein. Aber es ist halt, nennen wir es mal, es ist simpel. Es ist... sehr, sehr, sehr simpel aufgebaut und sehr, sehr simpel gestrickt und trotzdem funktioniert es manchmal nicht so, wie es soll. Okay, cool. Das war's hier für dieses Mal bei Sneak Thief. Ich bin mir sicher, es kommt irgendwann noch ein neues Level. Und dann bin ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder am Start, weil das ist so,
Das Spiel hat eine gewisse Faszination, die nicht daraus besteht, dass es so ein gutes Spiel ist. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen, den Bleifaden aufs Maul, lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich muss wirklich sagen, seit ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ist es nicht viel besser geworden. Das ist nicht gut.